Tumor der Hirnanhangsdrüse. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute beschäftigen wir uns mit einem speziellen Tumor im Kopf, der häufig erst spät erkannt wird, weil seine Symptome missverstanden werden. Es ist ein gutartiger Tumor, und zwar an der Hirnanhangsdrüse, an der Hypophyse. Und wir sprechen heute darüber, wie man den behandelt. Bei mir ist Professor Dr. Uwe Kehler, er ist Chef der Neurochirurgie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Kehler. Sagen Sie uns, die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse, wozu ist die gut? Die Hirnanhangsdrüse ist die Haupthormon-Schaltzentrale des Körpers. Sie steuert die ganzen Hormone. Teilweise produziert sie selbst Hormone, teilweise produziert sie Hormone, die andere Organe steuern, die dann weitere Hormone produzieren. Zum Beispiel die Schilddrüsenhormone, die dann weiter produziert werden, oder das körpereigene Cortison. Ja, oder eben vielleicht auch wachstumsanregende Substanzen zum Beispiel auch. Ja, das macht sie selbst, zum Beispiel das wachstumsproduzierende Hormon. Wenn dann ein Kind das hat, wird es ein Riese. Bei Erwachsenen werden dann nur die sogenannten Akren groß, also die Hände, die Füße, Nase, das Kinn. Und das hat ist ein ganz besonderes Bild, das nennen wir dann Akromegalie. Das erkennt man sofort, wenn man das mal gesehen hat und davon weiß. Und das wäre eine Auswirkung dieses Hypophysenadenoms, also dieses gutartigen Tumors. Zeigen Sie uns doch mal, wo die Hypophyse liegt. Sie haben da jetzt. Die Hypophyse sitzt mitten im Kopf unter dem Gehirn. Hier sehen Sie die Hypophyse. Direkt oben drüber ist die Sehnervenkreuzung. Ja, können Sie noch mal drauf zeigen? Hier ist die Sehnervenkreuzung. Hier ist die Hypophyse, dieses kleine Organ, die Hirnanhangsdrüse. Ja, wo wäre da jetzt vorne, wo wären die Augen? Hier ist vorne, hier sind die Augen, ja. Hier ist hinten, hier geht es zum Rückenmark runter und hier geht es oben zur Stirn, beziehungsweise zum Scheitel. Ja, jetzt sagen Sie ja, das ist ein gutartiger Tumor, der diese Veränderungen zum Beispiel auch bewirkt bei jungen Menschen. Was ist denn ein gutartiger Tumor? Was unterscheidet den von einem bösartigen? Ein gutartiger Tumor ist ein Tumor, der verdrängend wächst, der nicht infiltrativ in das Gewebe so hineinwächst. Und ein gutartiger Tumor macht keine Tochtergeschwülze, keine Metastasen. Und warum sollte man ihn trotzdem behandeln? Gerade diese Hypophysenadenome, diese meistens sehr gutartigen Tumore, die können einmal die Hypophyse, die gesunde Hypophyse verdrängen, dass sie nicht mehr richtig funktioniert. Oder sie können einfach groß werden und können zum Beispiel auf die Sehnervenkreuzung drücken und zu Sehstörungen führen. Oder wenn sie selbst Hormone produzieren, dann kann die Auswirkung dieser Hormone schwere Schäden verursachen. Und deshalb muss man die dann doch behandeln. Das heißt also, woran merke ich denn, dass meine Hypophyse schlechter funktioniert, als sie eigentlich sollte? Also zum Beispiel, weil sie dann eben verdrängt wird durch den Tumor. Also bei einer sogenannten Hypophyseninsuffizienz, wenn sie nicht mehr genug Hormone produziert, dann fühlt man sich häufig abgeschlagen. Wenn man Stress hat, kann man nicht richtig reagieren, der Körper kann nicht richtig reagieren. Aber häufig ist es tatsächlich für einen, der sich damit nicht auskennt, sehr unspezifisch. Und deshalb erkennt man das häufig auch nicht sofort. Ach, und darum wird er auch so spät erkannt dann häufig, genau. Ja, genau. Und wenn er jetzt auf den Sehnerv drücken würde, kann ich mir vorstellen, ich kann dann schlechter gucken oder bin ich blind vorübergehend? Ja, wenn es auf den Sehnerven drückt, dann kommt es zu Gesichtsfeldstörungen. Und das Typische ist, wenn das gerade nach oben wächst, dass man eine sogenannte bitemporale Hemianopsie kriegt. Das sind praktisch Scheuklappen, die man hat. Man kann nach vorne gut schauen, aber zur Seite sieht man nichts mehr. Wenn das weiter größer wird, kann man aber auch erblinden. Und deshalb ist es klar, wenn sowas los ist, muss man das behandeln. Und in der Regel ist es, dass man es entfernen muss, operieren muss. Und wenn der Tumor jetzt selber Hormone produziert? Es gibt eine spezifische Tumorart, das sogenannte Prolaktinom, das milchproduzierende Hormon. Da bekommen die Patienten tatsächlich einen Milchfluss oder stramme Brüste und dann auch einen Milchfluss. Das ist der Tumor, den man sehr gut mit Medikamenten behandeln kann. Und zwar ist es so, dass nicht nur
die Hormone dann unter diesen Medikamenten wieder abnehmen und sich normalisieren, sondern auch die Tumorgröße geht da runter zurück, sodass man diese Patienten dann gar nicht operieren muss. Bei den anderen, auch hormonaktiven und hormoninaktiven Tumoren, ist allerdings in der Regel die Operation Therapie der Wahl. Ja, ich frage mich, wer kriegt sowas? Also bei wem taucht dieser Art Tumor überhaupt auf? Also dieser Tumor ist, die Häufigkeit, der Häufigkeitsgipfel ist so zwischen 25, 40, 45 Jahren etwa. Aber er kann letztlich in jedem Lebensalter auftreten. Man weiß nicht, es gibt keine Ursachen dafür. Ja. Sondern, okay, die werden einfach so festgestellt. Auch Kopfschmerzen sind, glaube ich, so ein Symptom. Ja. Wobei, jeder hat ja mal mit Kopfschmerzen zu tun. Ja. Ist das eine spezielle Art von Kopfschmerz? Es ist schwer zu unterscheiden, aber es ist jeder Kopfschmerz, der lange besteht. Der muss einmal mit einer Bildgebung abgeklärt werden. Und Bildgebung tatsächlich heißt? Bildgebung, zum Beispiel Kernspintomographie oder am besten Kernspintomographie, auch mit dem CT, aber Kernspintomographie ist deutlich besser. Jeder Kopfschmerz sollte einmal dann so abgeklärt werden, wenn er lange besteht oder seinen Charakter irgendwie ändert. Und tatsächlich, Hypophysentumoren machen relativ häufig Kopfschmerzen. Und auch wenn er sonst keine Symptome, nur Kopfschmerzen macht, ist das auch eine Indikation, diesen Tumor zu entfernen. Ja, entfernen, operieren, sagten Sie ja eben schon, solange es nicht mit diesem Milchfluss anregenden Hormon zu tun hat. Wie muss ich mir diese Operation vorstellen? Nun ist ja dieser Tumor mitten eigentlich im Kopf oder mitten im Schädel. Deshalb ist das, denkt man immer, Mensch, das ist aber schwierig. Aber für uns ist das relativ einfach. Für die Neurochirurgen, die gehen durch die Nase mit dem Endoskop und Mikroskop oder mit beiden zusammen, gehen sie hier durch und kommen dann hier in diesen Bereich, dort, wo die Hirnanhangsdrüse sitzt. Das hört sich sehr kompliziert an, ist aber für den geübten Operateur kein besonderes Problem. Bleiben da Spuren in der Nase? Denn da müssen Sie ja dann durch mit einem Operationsinstrument, oder? Ja, man muss durch die Nase durch. Es gibt ein paar Schleimhautverletzungen. Man muss auf die Schleimhaut auch aufpassen, dass es später keine Schwellung gibt oder keine Abflussstörung aus den Nasennebenhöhlen. Aber das ist in der Regel kein Problem. Und was schneiden Sie denn im Kopf heraus? Was wäre eine Vorstellung? Wir gehen also zu dieser Hypophysenregion und dann gehen wir an den Tumor und können den Tumor auch selektiv entfernen, also nur den Tumor und den Rest der Hypophyse heil lassen. Das ist auch deshalb wichtig, weil natürlich die Hypophyse und die Hypophysenfunktion möglichst ja weiter funktionieren soll. Ja, wird das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen? Nein, weil wir müssen noch nicht mal am Gehirn irgendwie ziehen oder sowas, weil wir durch die Nase gehen, haben also praktisch mit dem Gehirn überhaupt gar nichts zu tun dabei. Ach so, weil Sie ja außerhalb des Hirns sind, sozusagen darunter oder schräg davor. Das ist eigentlich wahrscheinlich. Ganz genau. Ja. Ist es denn jedes Mal so einfach, diesen Teil des Tumors zu erkennen und zu isolieren und abzuschneiden? Na, jede Operation ist anders und es gibt manche, die kann man sehr gut entfernen. Bei manchen ist das relativ kompliziert. Manche wachsen auch in die Umgebung rechts und links ein. Das sind Regionen, die man relativ schlecht operieren kann. Und da muss man manchmal auch Tumorreste belassen. Solche Tumorreste, da muss man immer sehen, was man damit macht. Man kann sie häufig nur beobachten. Wenn sie aber wachsen, spätestens dann würde man sie entweder nochmal operieren oder strahlentherapeutisch angehen. Das kann man heute sehr gut mit der sogenannten stereotaktischen Bestrahlung, wo man ganz gezielt auf diese Tumorreste dann die Bestrahlung konzentrieren kann. Stereotaktisch heißt von verschiedenen Seiten? Genau. Stereotaktisch bedeutet, dass man von vielen verschiedenen Seiten kommt und alles fokussiert dann genau auf diese Stelle, die man gerne haben möchte. Hier zum Beispiel den Tumorrest. Und also jetzt gerade im Kopf, da liegen ja viele wichtige Dinge relativ nah zusammen. Ja. Kann es da einem passieren, dass etwas anderes in Mitleidenschaft gezogen wird durch die Bestrahlung? Das größte Problem ist da die Sehnervenkreuzung, die ja ganz dicht dran ist. Aber das kann man heute in der Regel sehr gut hinkriegen, insbesondere wenn der Tumor deutlich reduziert ist. Wenn tatsächlich der Tumor die Sehnervenkreuzung anhebt und das erheblich komprimiert, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass man durch die Bestrahlung auch auf die Sehnervenkreuzung etwas gibt und möglicherweise dadurch ein Schaden mal entstehen könnte.
durch die Bestrahlung. Ansonsten ist die Bestrahlung, weil sie von allen Seiten kommt, an den verschiedenen Stellen so gering, dass sie keinen Schaden anrichtet und aber sich dann konzentriert und da in diesem Fokus so hoch ist, dass sie dann doch das kaputt macht oder zerstört durch die Bestrahlung, was sie zerstören soll. Hat diese Bestrahlung Nebenwirkungen? Sie wird sehr gut vertragen und wenn sie zielgenau ist, hat sie kaum Nebenwirkungen. Aber der Rest der Hypophyse kann dabei natürlich auch seine Funktion mit der Zeit aufgeben. Aha, das würde bedeuten, also wenn die Hypophyse nachlässt in ihrer Leistung, dass ich dann häufiger müde bin, zum Beispiel? Ja, es ist, dass die Hormone, die man braucht, nicht ausreichend produziert werden. Das kann auch, wenn der Tumor groß ist und bereits die Hypophyse zerstört hat, auch sein. Und dann muss man diese Patienten hinterher auch weiter endokrinologisch mit behandeln und eventuell die Hormone, die nicht ausreichend produziert werden, ersetzen mit Medikamenten. Die man dann dauerhaft nimmt? Die man dauerhaft nehmen muss. Das kriegt man heute sehr gut hin. Das kriegt man nicht ganz so gut hin, wie die Natur das eigentlich mit einer gesunden Hypophyse macht. Aber man kriegt das doch so gut hin, dass die Lebensqualität kaum beeinträchtigt ist. Bei Tumoren kommen ja häufig auch Chemotherapien zum Einsatz. Ist das auch etwas für diesen Tumor? Es gibt ganz selten dort natürlich auch mal bösartige Tumoren, dann vielleicht ja. Aber in der Regel ist das nicht die Domäne der Chemotherapie, sondern es ist die Domäne der Operation und Bestrahlung, beziehungsweise bei den hormoninaktiven Tumoren gibt es solche Hormonblocker, die man da geben kann, wie zum Beispiel bei dem Prolaktinom, das dann dadurch sehr effektiv behandelt werden kann. Kommen wir nochmal zu der Operation. Jede Operation hat Risiken. Welches ist denn so ein typisches Risiko für diese Operation? Man operiert zwar nicht im Gehirn, man operiert aber direkt. Man muss durch die harte Hirnhaut durch und man hat dann nur noch so eine Spinngewebshaut. Und die kann einmal einreißen oder kann auch durch den Tumor zerstört sein. Und dann kann Nervenwasser rauslaufen aus dem Kopf durch die Nase. Wenn das passiert, wir dichten das auch immer ordentlich ab und wir verkleben das, damit das eigentlich nicht passiert. Aber beim Hustenstoß, beim Niesen, beim Drücken hat man so einen hohen Druck, dass diese Klebung aufgehen kann und dann läuft ein Nervenwasser aus der Nase. Das ist deshalb gefährlich, wenn das auftritt, weil wenn was von drinnen nach draußen läuft, kann auch aus der Nase, können Keime nach oben in den Kopf und es kann zu einer Hirnhautentzündung kommen. Deshalb muss man so eine Wasserfissel immer behandeln. Mhm. Sonst droht halt eine Hirnhautentzündung, eine Meningitis. Taucht die noch auf, diese mögliche Hirnwasserfistel in der Zeit im Krankenhaus? Oder ist das eine spätere Folge? Das kann sofort auftauchen. Das kann aber auch mal in den Tagen oder in den ersten Wochen danach auftauchen. Je länger die Zeit nach der Operation ist, desto geringer ist die Gefahr. Aber es kann durchaus später auch noch auftauchen, wenn man zu Hause ist. Mhm. Patienten werden darauf hingewiesen und wenn sowas auftritt, sollen sie sich sofort melden. Und um nochmal auf den Erfolg der Operation zu kommen, wie schnell erholt sich die Hypophyse, wenn alles gut geht? Das hängt so ein bisschen von dem Vorschaden ab. Manchmal ist die Hypophysenfunktion ganz schnell wieder da, innerhalb von Tagen. Manchmal dauert es aber Wochen. In der Regel hat es keinen Sinn, in den ersten Tagen sofort danach zu schauen. Mhm. Deshalb werden die endokrinologischen Untersuchungen in der Regel 6 Wochen nach der Operation durchgeführt. Mhm. Und die ganz notwendigen Hormone, insbesondere das körpereigene Cortison, wird eventuell ersetzt, wenn sich da Defizite am Anfang gezeigt haben. Und die Sehkraft? Die Sehkraft hängt auch davon ab, wie schwer der Schaden war und wie lange er angedauert hat. Wenn es relativ akut aufgetreten ist und man diesen Tumor entfernt, ist das meist am nächsten Tag schon wesentlich besser oder sogar normal. Wenn ein Patient aber praktisch erblindet ist, dann sind die Chancen deutlich schlechter. Aber es gibt auch dann noch eine gewisse Erholungswahrscheinlichkeit. Man muss dann aber mehr Geduld haben. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich danke ebenfalls. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!